Gerade sorgt die Meldung für Aufsehen, dass eine zweite Venus, eine Art Super-Venus, im LISE-486-System entdeckt wurde. Gemeinsam mit LP Indy wollen wir heute herausfinden, was damit gemeint ist und warum dieser Planet schon jetzt als heiliger Gral der Planetenforschung bezeichnet wird. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Die unlängst entdeckte außerirdische Welt ist LISE-486b. Dieser Exoplanet befindet sich im Orbit um einen schwachen roten Zwerg in unserer Nachbarschaft, lediglich 26 Lichtjahre entfernt und mit etwa 30% der Masse unserer Sonne. Einer Studie zufolge ist der Planet etwa 1,3-mal größer und 2,8-mal massereicher als die Erde. Besonders faszinierend, LISE-486b rast um seinen Stern. Ein Jahr auf LISE, also eine vollständige Umrundung des Sterns, dauert lediglich 1,47 Erdtage, knapp 36 Stunden. Weil er sich dabei aus unserer Perspektive direkt vor dem Stern entlang bewegt, können wir ihn beobachten. Von allen uns bekannten Exoplaneten, mittlerweile mehrere tausend, ist LISE-486b seinem Stern am drittnächsten. Das Forschungsteam, welches den Planeten entdeckte, hat auch seine Oberflächentemperatur auf etwa 430 Grad Celsius geschätzt. Was kühl genug wäre, um eine Atmosphäre zu erlauben und den Planeten nicht zum Lavaplaneten werden zu lassen, aber eben auch heiß genug, um gute Beobachtungsmöglichkeiten für uns zu bieten. Der Hauptautor der Studie, Dr. Trifonov vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, beschreibt diese Kombination aus physikalischen und orbitalen Eigenschaften von LISE-486b als Rosetta-Stein der Exoplanetologie. Während der Planet mit der Radialgeschwindigkeitsmethode von einem Teleskop in Spanien entdeckt wurde, wurde LISE-486b wenig später auch von TESS untersucht. TESS nutzt die Transitmethode und konnte so wertvolle Informationen über die Orbitalperiode und die Distanz zum Heimatstern gewinnen. Damit gehört LISE-486b zu den recht wenigen Planeten, die wir mit beiden Methoden zuverlässig beobachten können. Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Radialgeschwindigkeitsmethode und die Transitmethode ein. Wenn euch aber interessiert, wie Astronomen Jagd auf Exoplaneten machen, dann schaut bei LP Indy vorbei, der euch genau jetzt diese beiden Methoden vorstellt. Wir verlinken sein Video direkt hier oben rechts und natürlich nochmal in der Beschreibung. Lasst ein Abo da, der Michael hat's verdient, der gibt euch nämlich täglich topaktuelle News rund um den Weltraum. Durch die Daten der Radialgeschwindigkeitsmessung konnten die Forscher die Masse des Planeten ermitteln. Die Transitmethode hingegen machte die Ermittlung der Größe möglich. Sobald man diese zwei Daten hat, kann man auch die Dichte des Planeten errechnen. LISE-486b kommt auf etwa 7 Gramm pro Kubikzentimeter und liegt damit nur geringfügig über den 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter hier auf der Erde. Es ist daher auch sinnvoll anzunehmen, dass der Planet ähnlich wie die Erde aus Eisen, Nickel und Silikaten aufgebaut ist. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie, die erst am 4. März veröffentlicht wurde und die wir natürlich auch unten verlinken. Die Oberflächentemperatur können wir aus den uns bekannten Informationen über den roten Zwerg LISE-486 sowie der Entfernung ableiten. Mit 430 Grad ist es dort sehr wahrscheinlich zu heiß für Leben. Die Verhältnisse entsprechen eher denen auf der Venus. Vielleicht können wir uns den Exoplaneten als heiße, trockene, felsige Welt vorstellen. Mit aktiven Vulkanen und glühenden Lavaflüssen. Dazu kommt, dass aufgrund der extrem kurzen Orbitalperiode von nur 1,47 Tagen der Planet mit hoher Wahrscheinlichkeit gezeitensynchronisiert mit seinem Stern ist. Das bedeutet, dass er sich zu seinem Stern so verhält wie der Mond zu der Erde. Er zeigt seinem Stern immer die gleiche Seite zu. Eine Seite wäre damit dauerhaft der Gluthitze des nahen Sterns ausgesetzt, auf der anderen wäre es klirrend kalt. Ein weiteres Argument gegen Leben. Astronomen freuen sich deshalb so darauf, LISE-486b genauer zu studieren, weil es die Möglichkeit gibt, dass er eine dichte Atmosphäre besitzt, welche aufgrund ihrer Hitze sehr gut beobachtbar wäre. Dieses potenzielle Labor für Exoatmosphären wird man aber erst benutzen können, wenn geeignete Teleskope dafür zur Verfügung stehen. Diese Teleskope würden dann untersuchen, welche Anteile des Sternenlichts von der Planetenatmosphäre bei einem Transit absorbiert werden und in welchen Frequenzen sie selber emittiert. Der beste Kandidat dafür ist das 10 Milliarden Dollar teure James Webb Teleskop, welches nach mehrfachen Verzögerungen gegen Ende dieses Jahres endlich starten soll. Dr. Trifonov äußerte sich optimistisch, dass man mit dem James Webb vielleicht schon in 2 bis 3 Jahren weiß, ob LISE-486b eine Atmosphäre besitzt und woraus diese besteht. Um aber nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wenn von einer zweiten Venus die Rede ist, dann ist hier viel Spekulation im Spiel. Letztlich haben wir wenig mehr als die Größe und Orbitalperiode des Planeten, zusätzlich solide Informationen über den Heimatstern LISE-486. Bereits Dichte und Oberflächentemperatur sind extrapoliert. Ob der Planet schließlich, wie die Venus, über eine dichte Atmosphäre verfügt, ist völlig unbekannt. Hoffentlich wissen wir in 3 Jahren mehr.
Ebenso hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Wir freuen uns sehr über einen Kommentar und euer Abo. Wir danken euch fürs Zuschauen, ganz besonders wie immer unseren Unterstützern auf Patreon und unseren galaktischen Overlords Markus Tröster, Sebastian Marx und ganz neu AimGods. In diesem Sinne, 42. Let it go into